Und die Frage, ob man eine Einigung mit der Türkei erreicht, das ist natürlich eine spannende Frage. Die wird auch hier im Parlament diskutiert. Dazu wird auch sicherlich der Präsident Hollande was sagen. Dazu wird die deutsche Kanzlerin sicherlich auch ein paar Worte verlieren. Wir wollen hier heute auch über das zentrale Thema der beiden Reden sprechen mit meinen Gästen. Ich begrüße Franziska Keller, Ska Keller von den Grünen, die migrationspolitische Sprecherin. Und ich begrüße Richard Sulik. Er ist von einer Partei aus der Slowakei, die die kleinste im Nationalrat ist, aber sich durchaus Gehör verschaffen kann. Er ist einer derjenigen in der Slowakei, der den sehr kritischen Kurs des Ministerpräsidenten Fico mit unterstützt. Deswegen zunächst mal an Sie die erste Frage, Frau Keller. Als die Europäische Kommission einen Plan vorgelegt hat, die Flüchtlinge als Notfallorganisation zu verteilen, da waren Sie ja die Berichterstatterin für das Parlament. Und Sie waren natürlich für den Plan, der jetzt mit Mühe auch verabschiedet worden ist. Absolut. Wir denken als Grüne, das ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Natürlich nur ein kleiner Schritt, weil es geht hier um Notfallmechanismus und es geht auch nur um eine ganz kleine Zahl von Flüchtlingen. Am Anfang waren es 40.000, jetzt sind es insgesamt 160.000 Flüchtlinge, die aus Italien und aus Griechenland umverteilt werden sollen. Weil dort kommen die gerade an und diese Länder haben alle Hände voll zu tun, damit diese Flüchtlinge untergebracht werden. Und wir denken, dass sich alle europäischen Mitgliedstaaten daran beteiligen müssen, dass Flüchtlinge angemessen und ordentlich aufgenommen und untergebracht werden. Ja, das ist das Stichwort für Herrn Sulik. Das Stichwort war alle. Die Slowakei, Ihr Regierungschef, Sie sind jetzt nicht in der Regierung. Man kann Sie jetzt für die Regierung nicht verhaften. Ich bin auch nicht sein Sprecher. Sie sind auch nicht sein Sprecher, aber Sie sind der gleichen Meinung wie er. Sie sind der Meinung, dass der Plan der EU-Kommission falsch war. Sie sind der Meinung, dass die Slowakei nicht rundweg 1.000 Flüchtlinge, wer es ja aufnehmen sollte, dass 1.000 Flüchtlinge, sage ich mal, in der deutschen Währung, das sind 2 Stunden an den deutschen Grenzen. Die Slowakei ist ja kein ganz kleines Land. Warum sind Sie so vehement dagegen? Sie wollen ja sogar klagen gegen diesen Beschluss der Kommission. Ja, das ist so. Das Problem sind nicht diese 1.000 Flüchtlinge. Also wenn es nur darum ginge, könnte die natürlich Slowakei diese Flüchtlinge aufnehmen. Problem ist, dass es nur, wie wir auch gerade gehört haben, das ist nur der Anfang. Und überhaupt diese ganze Umverteilung von Flüchtlingen quer durch Europa, das ist nicht die Lösung. Und deswegen sind wir strikt dagegen. Aber die europäische Solidarität würde doch bedeuten, mit dem Problem, was wir jetzt haben, innerhalb unserer Grenzen, mit dem fertig zu werden und da die Lasten zu verteilen. Was würden Sie dazu sagen? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, in der Tat an die europäische Solidarität zu appellieren. Wir haben hier Flüchtlinge an den Grenzen. Wir haben eine historische, moralische Verpflichtung. Aber wir haben auch in unsere Gesetze hineingeschrieben, dass wir Asyl gewähren und auch gewährleisten, dass Menschen menschenwürdig untergebracht sind. Und diese Verantwortung, die kann man eben nicht nur den Staaten an den Außengrenzen überlassen, sondern da müssen sich alle Mitgliedstaaten daran beteiligen. Deswegen in der Tat glaube ich, dass wir ein permanentes neues Verteilungssystem brauchen, was gerecht ist für die Mitgliedstaaten, aber auch gerecht ist für die Flüchtlinge. Denn die haben oft auch Familienanbindung oder Sprachkenntnisse für ein ganz bestimmtes Land. Und das darf man nicht ignorieren, schon allein, um die Integrationsmöglichkeiten für die Flüchtlinge zu verbessern. Nun ist es ja auf jeden Fall so, dass in den Medien viel über die osteuropäischen Länder berichtet wurde, ohne dass wir eigentlich wirklich wissen, wie die Stimmung da ist. Es wurde oft gesagt, die machen nicht mit, die erfüllen ihre Solidaritätsleistungen nicht. Dabei verstehen wir zum Teil nicht, wie die Stimmung in den Ländern ist. Vielleicht erzählen Sie uns noch mal, wie es in der Slowakei aussieht. Ja, die Solidarität ist ja der völlig falsche Begriff. Das ist ein vergewaltigter Begriff in diesem Sinne. Wir haben eine historische und moralische Verpflichtung, das ist richtig, um Europa zu schützen. Wir haben eine politische Verpflichtung, das zu tun, wofür wir gewählt wurden, um die Bürger zu schützen. Das ist die Verpflichtung. Frau Merkel zum Beispiel hat wahrscheinlich vergessen, wer sie gewählt hat und zum wessen Wohle sie handeln soll, weil das, was sie jetzt macht, ist eine völlig vernichtende Politik und die ist mit Sicherheit nicht zum Wohle der deutschen Bürger. Ich denke schon, dass sie zum Wohle der Menschen in Europa ist. Wir haben in Europa eine lange Fluchtgeschichte, auch aus der Tschechoslowakei damals sind Menschen geflohen. Aus Deutschland, darüber müssen wir gar nicht erst reden. Deutschland hat viele Fluchtursachen erst verursacht in seiner Geschichte. Deswegen denke ich schon, dass es auch was mit uns zu tun hat. Und wir müssen nicht die Bürgerinnen und Bürger vor den Flüchtlingen schützen, ganz im Gegenteil. Diese Flüchtlinge, sie fliehen vor Bomben von Assad, sie fliehen auch vor dem Terror von IS. Diese Menschen müssen wir schützen. Das ist unsere Verpflichtung, wenn wir da jemanden haben, der aus Aleppo flieht, vor Fassbomben, mit dem Leben bedroht ist, dann werden Sie doch sicherlich sich nicht an die Grenze stellen und sagen, nein, du darfst hier nicht rein. Sie haben vollkommen recht. Nur, wenn jemand vor dem Krieg flieht vor den Bomben, dann muss er doch nicht 4 oder 5 sichere Länder zuerst durchqueren, damit er sagt, ich brauche Asyl. Die nach Deutschland kommen, sind doch alle Menschen, die sind
durch mehrere sichere Länder durchgegangen und konnten auch dort Asyl beantragen. Das sind eben keine Kriegsflüchtlinge in der Mehrheit, das sind Wirtschaftsmigranten, das muss man offen sagen. Die Mehrheit der Flüchtlinge kommt aus Syrien. Das ist das Erste. Wenn sie vor dem Krieg flüchten würden, dann bleiben sie doch in dem Land, wo es keinen Krieg gibt. Wenn jemand 4 oder 5 Länder durchquert, ist er kein Kriegsflüchtling mehr. Das ist das Erste. Das Zweite, der Artikel 16a Absatz 2 des deutschen Grundgesetzes sagt, wenn jemand zu Fuß, also nicht per Flugzeug oder Schiff nach Deutschland kommt, ist er kein hat er keinen Anspruch auf politisches Asyl. Dazu gibt es auch einen Spruch des Verfassungsgerichtes von 96. Aber sagen Sie mir doch mal, wie die Flüchtlinge aus Syrien mit dem Flugzeug reinkommen können. Das wäre gut, wenn das möglich wäre, aber es geht leider nicht. Und das Problem ist gerade, dass viel ärmere Länder wie Libanon, Jordanien, die ganz eigene Probleme haben, die Mehrzahl der Flüchtlinge, viele Millionen Flüchtlinge aufnehmen. Muss man und in Europa dort lösen. Meckern wir über 1 Million. Frau Keller, schauen Sie, die Probleme muss man dort lösen, wo sie entstehen. Ich stimme da Ihnen zu. Europa könnte da mehr tun. Ich stimme Ihnen auch zu, das ist eine gesamteuropäische Aufgabe, wo sich auch zum Beispiel die Slowakei beteiligen soll, am Schutz der Grenzen zum Beispiel, am Beruhigen der Situation in Syrien und Libyen zum Beispiel. Aber es ist keine Lösung, die Flüchtlinge oft gegen ihren Willen, die wollen ja nicht in die Slowakei zum Beispiel, jetzt quer durch Europa zu verteilen. Wenn es Deutschland meint, dass es im Sinne der deutschen Bürger ist, alle Flüchtlinge aus der Welt nach Deutschland einzuladen, bitte tun Sie es. Wenn Sie so dumm sind, machen Sie es. Aber belästigen Sie damit nicht die anderen Länder. Slowakei ist ein souveränes Land. Die meisten Leute sagen, nein, wir wollen es nicht. Und damit ist die Sache erledigt. Herr Sulik, Sie müssen zugestehen, dass die Innenminister eine Entscheidung getroffen haben, die jetzt bindendes europäisches Gesetz ist. Sie haben gesagt, es gibt diese Notfallverteilung. Und Ihre Regierung hat trotzdem gesagt, wir machen da nicht mit. Ich meine, damit stellt man sich außerhalb des Rechtsrahmens. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Da isoliert sich unsere Regierung unnötig und vollkommen. Natürlich, wenn es eine Mehrheitsentscheidung gibt, und die Slowakei hat ja vor einigen Jahren zugestimmt zu dieser Mehrheitsentscheidung, dann muss die Slowakei diese Mehrheitsentscheidung akzeptieren. Da gibt es keine Diskussion. Unsere Regierung macht da einen großen Fehler. Hm. Was würde Ihrer Meinung nach jetzt eigentlich der notwendige, richtige Schritt sein? Sind die Verhandlungen mit der Türkei, die man jetzt führt, da geht ja nächste Woche die Arbeitsgruppe los, ist das der richtige Weg? Der Türkei muss man auf jeden Fall helfen, denn in der Tat hat die Türkei gerade mehr als 2 Millionen syrische Flüchtlinge. Na, das sind Zahlen, die können wir uns in der Europäischen Union gerade nicht vorstellen, weil wir haben vielleicht 1 Million syrische Flüchtlinge in der gesamten Europäischen Union und wir sind weiß Gott reicher als die Türkei. Da sollen wir also helfen, auf jeden Fall unterstützen. Aber was ich nicht akzeptiere, ist, dass wir einen schmutzigen Deal machen mit der Türkei. Die Türkei hält die Flüchtlinge davon ab, in die EU zu kommen und dafür wird hier keine Kritik geäußert an dem, wie Präsident Erdogan gerade mit den Kurdinnen und Kurden umgeht oder wenn er Journalisten ins Gefängnis schmeißt. Das will ich nicht akzeptieren. Was wir stattdessen machen müssen, ist, wir sollten akzeptieren, dass das Problem, was wir haben, eins der Aufnahme und der Kapazitäten und auch der Solidarität ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir endlich einen permanenten Verteilungsschlüssel finden, der eben gerecht für die Mitgliedstaaten, aber auch für die Flüchtlinge ist. Denn wir sollten auch wahrnehmen, dass es da Menschen sind, die da kommen, nicht irgendwelche Nummern, die man hier verschieben kann. Und wir müssen ganz sicherstellen, dass es endlich legale und sichere Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge gibt. Weil es ist ja absurd, dass die Leute, die aus Aleppo fliehen, dann im Mittelmeer ihr Leben noch mal riskieren müssen. Deswegen müsste in der Türkei eine Art von Auffangsituation geschaffen werden. Einreisemöglichkeiten in die Europäische Union. Nein, ein zentrales Aufnahmelager außerhalb der EU wäre doch schon mal eine Lösung. Wenn es so eins gäbe in Nordafrika, dann, und dort würden ja die Asylanträge bearbeitet. Ich sage ja nicht, dass die Anspruch auf Asyl haben, dass sie nicht kommen dürfen. Natürlich dürfen sie kommen. Slowakei erteilt auch Asyle. Und das ist okay. Aber wenn dieses Lager in Nordafrika wäre, hat kein Mensch einen Grund, mehrere tausend Dollar für eine Fahrt mit einem Schlauchboot über Mittelmeer zu zahlen. Und da wäre von einem Tag auf den anderen das Handwerk der Schlepper gelegt. Was sollen die Syrer denn in Nordafrika? Wir haben auch ganz gefährliche Präzedenzfälle. Eine kleine Antwort, ich bin gleich fertig. Es ist ja nicht das einzige Lager, was es geben soll. Es kann es auch in Türkei geben oder in Syrien oder in Serbien, mehrere Lager außerhalb der EU. Das ist unheimlich wichtig, weil wenn es innerhalb der EU ist, müssen sie die Leute im Grunde dort festhalten. Aber wir haben bereits riesige Flüchtlingslager und Camps, die vom UNHCR oder der türkischen Regierung unterhalten werden. Und die muss man unterstützen. Aber die wurden bis jetzt nicht unterstützt und viele Menschen, die jetzt fliehen aus der Türkei, die sagen sich dann, wir haben 4 Jahre in der Türkei rumgehangen, wir haben keine Arbeitserlaubnis, wir haben keine Perspektive, keine Bildung, kein gar nichts.
jetzt machen wir uns auf den Weg nach Europa, weil wir sehen keine Zukunft mehr. Und dann fällt den Innenministern auf einmal auf, oder gibt es ein Problem, wir müssen was mit der Türkei reden, und dann erkauft man sich das durch Kritiklosigkeit. Ich finde, es ist völlig fatal, wir brauchen legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge, denn Europa muss in der Welt seinen Beitrag leisten. Es kann auch nicht sein, dass wir erwarten, dass der Libanon sich um alle Flüchtlinge kümmert oder der Tschad oder Pakistan, wo es ja in der Tat noch Flüchtlinge aus anderen Ländern gibt, sondern Europa als einer der reichsten Kontinente und Staatengemeinschaften muss doch in der Lage sein, weltweit seinen Beitrag zu leisten. Ja, dann schaffen wir die Grenzen ab. Das ist natürlich. Das ist eine ganz andere Frage, weil Flüchtlinge haben mit Grenzen nichts zu tun. Witz, die kann man an der Grenze nicht aufhalten. Das war ein Witz, die Grenzen abzuschaffen. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht und ich muss auch nicht künftig künstlich Gemeinsamkeiten suchen, aber das war natürlich gerade, Sie haben es wahrscheinlich bemerkt, schon eine Gemeinsamkeit, dass Sie beide gesagt haben, die Suche nach einer Möglichkeit, dass Flüchtlinge in der Türkei vernünftig untergebracht werden in Lagern, damit in der Nähe ihres Heimatortes und außerhalb der Europäischen Union, bevor sie einreisen, das wäre ein richtiger Weg. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, gibt es einen ganz großen Unterschied, vermutlich. Ich nämlich sage, dass die Leute in der Tat, dass es ihnen ermöglicht werden muss, dort zu bleiben, wo sie wollen. Wenn Sie vermutlich sagen, die müssen da bleiben, egal, wenn sie zum Beispiel Familie haben in Schweden oder in Frankreich oder so, wenn sie eine Ausbildung gemacht haben, die sie ja weiterverfolgen könnten, da mache ich den ganz klaren Schnitt. Und zwar, wir müssen die Leute reinlassen auch. Wir müssen uns als Europa auch unseren Beitrag leisten. Wir können nicht erwarten, dass die Türkei sich alleine darum kümmert, aber wenn Leute da bleiben wollen, dann muss man das ihnen ermöglichen, ganz klar. Naja, ich habe ja gemeint, nur die einigen Monate, die vergehen, bis über deren Asylantrag beschieden wird. Und wenn wir dann einen positiven Bescheid haben, dann natürlich muss man die Leute reinholen. Aber über die Asylanträge kann man durchaus auch außerhalb der Europäischen Union entscheiden. Ich finde das sogar sehr wichtig, dass es außerhalb der Europäischen Union ist. Und ein kleiner Satz, was Sie eben zur Türkei gesagt haben vorhin, die Politik zur Türkei, da stimme ich Ihnen auch zu, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Man kann nicht jahrelang Erdogan kritisieren für dieses und jenes, auf einmal einen dicken Strich machen und sagen, das ist unser Verbündeter. Das ist eben sehr kurzsichtige und auch zwei unehrliche Politik. Vielleicht, oder wollten Sie noch etwas ganz zum Schluss sagen? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass der Asylantrag in der Europäischen Union gestellt wird. Weil sonst müssten wir europäische Gerichte, europäische Anwältinnen und Anwälte, alles das runterhängen können. Wir hätten keine Öffentlichkeit. Ja. Und es wäre eine Geschichte von, sehe ich nicht, interessiert mich nicht. Ich glaube, das ist nicht der Weg vorwärts. Also wenn man die da hinschickt, es kostet ungefähr ein Hundertstel, wenn man die Richter dorthin schickt und nicht 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland. Aber dafür bedürfte es erstmal noch Verwaltungsvereinbarungen, die wir noch nicht haben. Eins ist jedenfalls sicher, ein einheitliches europäisches Asyl- und Flüchtlingsrecht wird es vorläufig wohl nicht geben. Da haben wir ja auch gestern noch gehört, die britische Innenministerin hat gesagt, nicht in 1000 Jahren. Kann sich das vorstellen. Das sind die britischen Tories. Ich glaube, die sind ja bei Ihnen in der Fraktion. Deswegen wird das europäische Recht jedenfalls noch ein bisschen dauern. Wir wollen mal jetzt vielleicht hören, was die Staats- und Regierungschefs von Deutschland und Frankreich sagen. Denn es hat ja schon mehrmals geklingelt. Vielleicht können wir mal auch über die Regie in den Saal schalten des Parlaments, damit wir sehen, die Abgeordneten sind zusammengekommen. Ich habe auch schon gerade den Präsidenten der EU-Kommission Juncker gesehen, Jean-Claude Juncker. Hier stehen noch Abgeordnete auf dem Gang. Es sieht wohl so aus, als wenn der protokollarische Empfang, der dieser Sitzung vorausgeht, nämlich der Empfang zwischen François Hollande, Angela Merkel und dem spanischen König, der findet hier hinter Gardinen statt, sozusagen im Salon protokollär. Dieser Empfang dauert offenbar noch an, man unterhält sich noch und anschließend kommen sie dann in das Plenum des Parlaments und dann wird die Debatte losgehen. Insofern haben wir vielleicht noch einen Moment Zeit. Wir haben noch einen Moment Zeit, höre ich, unser Gespräch fortzusetzen. Vielleicht die Frage zunächst dann, was erwarten Sie von den beiden Reden? Wir sollten noch nicht vergessen, dass wir bereits gemeinsame Asylstandards haben in allen möglichen Bereichen, die oft von den Mitgliedstaaten nicht eingehalten werden. Da bin ich auch sehr froh, dass die Kommission dagegen jetzt härter vorgehen will. Was ich mir erwarte von Merkel und Hollande, ist, dass sie zu den Flüchtlingen klar Stellung beziehen, dass sie sagen, jawohl, Europa muss Flüchtlinge aufnehmen und zwar muss sie ordentlich und gut aufnehmen. Ich bin gespannt, was sie sagen zur Dublin-Reform, also zu einer Reform des Systems, wie Flüchtlinge gerade verteilt werden. Was gerade nicht funktioniert. Was überhaupt nicht funktioniert, das haben wir Grüne auch schon seit Jahren kritisiert. Dazu gab es einmal einen Vorschlag von Hollande und Merkel, der ist dann aber irgendwie im Sumpf der Papiere verschwunden. Ich bin gespannt, ob Sie den heute wieder rausholen. Herr Sulig, was erwarten Sie von Frau Merkel? Wahrscheinlich ja kaum das, was Sie gerade formuliert haben, ein Eingeständnis Ihres Scheiterns. Also vom Herrn Hollande erwarte ich im Grunde gar nichts. Er ist ein sehr unfähiger Politiker. Von der Frau Merkel erwarte ich eine Kursänderung, weil wenn sie so weitermacht, wird sie nicht mehr lange Bundeskanzlerin bleiben. Aus welchem Grund?
Ja, weil das ist, die meisten Deutschen wollen das ja nicht, was sie machen. Es gibt machen. Eine große Welle der Hilfsbereitschaft, ja, auch für die Einkommen. Dem würde ich absolut widersprechen. Die Mehrheit der Deutschen hat sehr wohl gesagt, dass sie Flüchtlinge willkommen heißt. Es gibt übrigens auch in der Slowakei einen anderen osteuropäischen, denn das sollten wir nie vergessen, viele Menschen, die Flüchtlinge willkommen heißen, die ihnen helfen, die sie unterstützen. Die Meinung schlägt sehr stark um. Ich werde da sehr vorsichtig, Frau Keller. Es finden sich immer Leute, die dafür sind, aber es geht doch darum, wofür die Mehrheit ist. Und ich denke, die Mehrheit der Deutschen ist gegen diese Invasion von Migranten. Herr Sulik, Frau Keller, vielen Dank für das Gespräch. Wir